Die Bühne ist bereitet. An der New Yorker Hofstra University werden sich die US-Präsidentschaftsbewerber Hillary Clinton und Donald Trump zu ihrem ersten von drei Fernsehduellen treffen. Millionen US-Bürger werden die 90-minütige TV-Debatte zur besten Sendezeit in den USA verfolgen. Der Auftritt der Kandidaten in den Duellen wird nach Einschätzung der Experten über ihr Abschneiden bei der Präsidentschaftswahl am 8. November mitentscheiden. Mit Spannung wird darauf gewartet, wie sich der Republikaner Trump in der Debatte präsentieren wird. Als Sprücheklopfer und politischer Rabauke oder zurückhaltender und präsidialer, wie es ihm einige Strategen raten. Größte Herausforderung der Demokratin Clinton wird es nach Einschätzung der Experten sein, sympathisch und authentisch zu wirken. Dafür soll sie ausgiebig trainiert haben. Es geht um viel, jede unbewusste Geste, jeder Blick und jede unkluge Bemerkung könnte die Meinung der Wähler beeinflussen. In den meisten Umfragen liegen Trump und Clinton fast gleich auf. Während die Kandidaten Trump und Clinton noch um die Gunst der Wähler kämpfen, haben einige US-Amerikaner schon gewählt. In mehreren US-Bundesstaaten wurden schon am vergangenen Freitag die ersten Wahlurnen aufgestellt. Zwei Monate vor der eigentlichen Wahl durften Bürger in Virginia, Minnesota, South Dakota und Vermont ihre Stimmen abgeben. Auch in anderen Staaten soll das frühe Wählen bald möglich sein.